Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2019. Wir machen heute weiter mit dem Qualifikationstraining zum großen Preis von Österreich. Mal gucken, was heute drin ist. Das Training lief noch ganz gut. Jetzt müssen wir mal... ja, schauen wir mal. Wir freuen uns, dass Sie uns wieder einmal während der heutigen Qualifying-Session Gesellschaft leisten. Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und genießen Sie die heutige Show, bei der uns hoffentlich ein spannender Wettkampf um die Pole-Position geboten wird. Wenn es darum geht, Rundenzeit aus der Strecke herauszuholen, erreicht man das gewöhnlich durch Maximierung der Spitzengeschwindigkeit. Sollte man den Abtrieb minimieren, die Kurven mit Risiko angehen und auf den Geraden alles rausholen? Was die Fahrer hier brauchen, ist Spitzengeschwindigkeiten. Angenommen, das Fahrzeug kommt relativ gut durch den Rest der Runde, dann kann man wahrscheinlich auf der Geraden noch Zeit herausholen. Es wird schwer, irgendjemanden zu überholen, wenn man viel langsamer als alle anderen ist. So. Dann gehen wir auch mal auf die Strecke. Wir wollen nämlich auch eine Zeit, zumindest eine relativ gute Zeit setzen. Oh, Gott sei Dank läuft der Kaffee durch. So. Ich wollte, dass wir einen Versuch setzen werden. Wahrscheinlich vielleicht sogar einen zweiten. Ich will ja hier die Pole haben. Unser dritter diese Saison wäre das. Es waren gerade schöne Zeiten, die Vettel und so. Da wird es schwierig werden, ranzukommen. Obwohl es natürlich immer schwierig zu kommen, einzeln zu. So, die Zeit hat wunderbar gepasst. Das heißt, wir verbleiben auf jeden Fall erstmal schon wieder in der Box. Sauber, Russell packt sich Butler. Wir sind nur im Mittelsektor schneller. Im Mittelsektor machen wir's. Hm? Zumindest vorne. Im ersten Versuch, das wäre das Wichtigste. So.
Natürlich müssen wir hier eine gute Zeit setzen. Warten jetzt natürlich, bis doch mal alles rauskommt. Hamilton ist momentan auf der Strecke. Also es kann sein, dass wir mal in 5 Minuten nochmal vielleicht raushüpfen, wenn der Versuch passt. Aber Hamilton setzt, glaube ich, jetzt schon seine zweite Runde, oder? Ich glaube, der bricht aber ab. Ich glaube, der bricht aber ab. So, wir haben noch 11 Minuten. Sind 6 und 31,4. Keine Zeit gegen die uns irgendwie gefährlich werden könnte, stand jetzt. Bricht ab, ja, wie vermutet auch. Ich denke, da werden jetzt alle nochmal rein müssen, auf Verstappen, auf 4 liegend. Ja, ich glaube, wir könnten tatsächlich Favorit auf die Pole sein hier. Na gut, wer kommt jetzt wieder? Moment, ich muss mal die Tür. So, war nur die Post, nicht für mich. Schade. Aber okay. Ups. Gucken halt mal auf die Strecke. Also ist momentan so mal vorne, klar. Da müssen wir natürlich im Moment warten, bis natürlich irgendwann jetzt die nächsten ihrer. Keiner auf der Strecke, während die nächsten irgendwann ihre Autos klar machen. Ich denke mit dem. Oh, der erste geht raus. Das ist ein Haas. Es ist Lance Stroll. Der neue Haas-Pilot seit diesem Grand Prix. Ungewohnt, ihn mal mit einem neuen Auto, einem Auto zu sehen, außer dem Racing Point jetzt im Haas an Bord. Also als Magnus und Magnus sind gleichzeitig rüber zu Force India gewechselt, also als Racing Point. Aber ich finde sowas eigentlich ganz gut. Ich hoffe, dass das ja mal zusammenkommt, dass ein Hülkenberg vor dem Top-Team sitzt im Red Bull sitzt und Gasly zum Beispiel versetzt. Ein Fahrradtausch, den würde ich feiern. Aber wer weiß, was noch passiert während der Saison. Das war ja momentan 8er.
Na, da vorne fährt, glaube ich, ein Ferrari raus. Das könnte mir tatsächlich ein bisschen Zeit gekostet haben. Wir wollen jetzt auch natürlich noch einen zweiten setzen. Ich will auch noch mal einen Zug machen. Gerade weil, wenn ich das Gefühl habe, dass Bottas vielleicht noch mal eine Zeit zulegen kann. Wir wollen ja hier die dritte Saison, die dritte Pole diese Saison holen. Weil die Zeit von Bottas wollen wir auf jeden Fall noch knacken. Wir haben noch 4 Minuten. So. Gucken, was unsere Zeit jetzt gleich bringt. Mit dem frischen Satz. Können wir hier unsere dritte Pole holen am Monaco und Kanada. Die auch jeweils in sich geführt haben. Und hier sogar unsere dritte Saisonsieg holen. Erste Reihe in Frankreich haben uns ja nicht so das Glück gebracht, sind noch Vierter geworden. Und die Bestzeit im ersten Sektor. So, ein bisschen konzentrieren. Ganz ideal war die Runde nicht, aber sie bringt uns zumindest eine neue Bestzeit. Eine gute halbe Sekunde vor. Ich glaube, Gäste kommen seinem Versuch nicht dran. Bottas, das war wichtig, dass wir da mal nachgezogen haben mit der Zeit. Wir wären aber mit der 7-2 trotzdem vorne noch gewesen. Also Bottas wird wahrscheinlich keinen Versuch mehr setzen. Ich weiß nicht, was er mit Hamilton macht. Fahren wir mal mit einem Teamkollegen Russell mit. 1,5 Minütchen haben wir noch in diesem Qualifikationstraining. Kimi auf 17 momentan nur. Ah, da geht noch was, komm. Da geht noch was. Wir können eh nichts mehr tun. Aber viele haben ihren Versuch schon geschossen. Ich weiß nicht, was Hamilton, ob der das zulegen kann. Mit dem Ende des Qualifyings werden wir einen Blick auf unsere Top 3. Richter, Hamilton und Valtteri Bottas. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird zweifelsfrei ein fantastisches Event. Dann Williams vor den beiden Mercedes, dann die beiden Red Bull, dann die beiden Ferrari erst, dann die beiden Haas und dann Alpha komplettieren die Top 10. Ja, kann man so mal machen. So.
Gut. Können wir noch schnell was verbessern? Eine solide Leistung. Im Rennen bitte gern mehr davon. Ich würde sowas in der Art empfehlen. Weil der geht so schön auf die Aerodynamik die ganze Zeit. Ah, das fehlt mir schon. Das können wir dann wahrscheinlich erst nach dem Rennen machen. Gut. Dann würde ich sagen, mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play F1 2019. Und dann geht's ins Rennen hier in Österreich. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss.